So, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kinopodcast. Und wie der Titel schon verrät, es wird mal wieder ein, oder seit langer Zeit mal wieder ein Rückblicksvideo. Hat einfach damit zu tun, die letzten Tage waren jetzt ziemlich stressig. Und ich habe es einfach jetzt nicht geschafft, irgendein Thema noch intensiver vorzubereiten. Und deswegen passt es auch kalenderisch ganz gut, dass wir einfach so einen kleinen Rückblick mal wieder machen. Ich weiß, dass das vielleicht für viele von euch jetzt weniger interessant ist. Aber ich finde es immer, oder ich fand es damals schon immer ein recht interessantes Format. Ich habe es auch lange Zeit auf Instagram immer gemacht. Ich versuche das jetzt auch mal wieder so ein bisschen wieder reinzubringen, weil man halt einfach dann wieder so nochmal ein Gefühl dafür bekommt, was war so die letzten Wochen los, filmtechnisch. Und da kann man vielleicht das ein oder andere noch so ein bisschen entdecken. Viele Filme laufen ja, Gott sei Dank, länger als 2, 3 Wochen im Kino. Und vielleicht ist das ein oder andere noch dabei, wo ihr sagt, Mensch, das könnte mich noch interessieren, da gucke ich vielleicht noch rein. Dementsprechend, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, aus der Not geboren, aber einfach viele Faktoren haben zusammengespielt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, machen wir mal wieder. Und es ist ja jetzt auch, wenn man halt nach draußen guckt, vom Wetter her ja auch relativ unbeständig. Ich habe jetzt heute gelesen, wo ich das Video aufnehme, weil ja das Wacken Open Air ansteht, da ist ja auch noch so ein Ziel von mir, dass ich da eines Tages mal hinkomme, dass die Anreise jetzt mittlerweile gestoppt haben, weil da muss es so derart schütten, dass da quasi die Felder unter Wasser stehen. Also normal quasi gehört der Schlamm und Wacken ja zusammen wie Pech und Schwefel. Aber wie gesagt, was man da so liest und hört, muss es da jetzt wie gesagt extrem zugehen. Und dementsprechend bietet sich dieses Wetter auch natürlich für einen Kinobesuch an. Also man hat es auch am letzten Wochenende gesehen, natürlich auch in Bezug darauf, dass jetzt Ferien sind, haben ja Barbie und Oppenheimer nochmal im Vergleich zum Startwochenende teilweise massiv zulegen können bei den Besucherzahlen. Das freut mich natürlich sehr und ich hatte es auch am Samstag. Ich meine, es war Samstag. Es war Samstag. Da war ich abends, wollte ich mir die Geisterhöhle angucken. Übrigens ein erneut sehr liebloser Disney-Film, also beziehungsweise ein liebloses Disney-Remake, was es ja offiziell ist. Und da ist es mir das erste Mal in meinem Stammkino passiert, dass die Warteschlange bis vor die Tür ging, und zwar nicht bloß 2, 3 Leute vor die Tür, sondern wirklich einmal quer durch den ganzen Parkplatz, und quasi dann war der Parkplatz schon zu Ende und dann musste quasi die Schlange so eine Kurve machen. Also ist mir noch nie passiert, dass so viele Leute angestanden sind an der Kinokasse, dass man wirklich bis draußen stehen musste. Gott sei Dank hat es nicht geregnet, also war es dann auch relativ entspannt, wie man draußen stehen konnte. Aber wie gesagt, das zeigt natürlich auch, dass die Leute Lust auf Kino haben und dass die auch Lust haben auf Barbenheimer, also auf Barbie und Oppenheimer, die ja wirklich, auch wenn sie so komplett gegensätzlich von der Thematik her sind, einfach die Leute ins Kino locken, die vielleicht natürlich einerseits durch Mundpropaganda begünstigt und vielleicht auch der ein oder andere informiert sich ja über die Filme, dass man natürlich gelesen hat, dass die Filme halt sehr gut sein sollen. Ich habe natürlich auch die letzten Tage schon so ein bisschen Negatives auch gelesen, dass manch einer so diesen Barbie-Film so ein bisschen als Propagandafilm sieht und dass einfach diese ganze Thematik viel negativ oder teilweise auch negativ aufgenommen wird. Also meine Meinung dazu ist natürlich, es wird nie einen Film geben, der jedem gefällt. Und natürlich ist diese Thematik mit Barbie, mit diesem Spielzeug, bietet natürlich auch viel Angriffsfläche, das ist natürlich vollkommen klar.
ich würde jetzt nicht auf, also wenn jetzt ihr ja noch überlegen seid, also ich würde jetzt weniger auf solche Stimmen hören, die diesen Film, also muss auch dazu sagen, ein Großteil von den Leuten, die jetzt einfach hier sagen, so ein Mist und würde ich nie angucken und was soll das, die haben den Film gar nicht gesehen. Also die können gar nicht mitreden, was dieser Film ist. Also wie gesagt, wenn ihr unschlüssig seid, fragt im Freundeskreis, guckt euch einschlägige Seiten, dann dürft ihr natürlich auch gerne meine Kritik, also Rate ziehen. Oder auch meinen letzten Podcast, wo ich ja drüber gequatscht habe. Also der Film, ich fand ihn wirklich hervorragend. Natürlich, im Prinzip kann man aber jeden Film als Propaganda bezeichnen, wenn man es ganz weit umspannen würde. Also wie gesagt, hört nicht auf solche Stimmen. Ich habe es halt nur, wie gesagt, letztens ein paar Mal jetzt beim Durchscrollen ein bisschen gelesen, dass da wieder, wie es bei anderen Thematiken zurzeit ja auch ist, da versucht man wieder Stimmung zu machen. Das beste Beispiel ist natürlich die Rammstein-Thematik. Ich habe zwar gesagt, ich äußere mich nicht mehr, aber zwei, drei Sachen muss ich jetzt doch noch dazu sagen. Man hat es ja auch auf den Konzerten gesehen jetzt, waren ja jetzt die Deutschland-Konzerte, dass für das, was medial quasi aufgebaut worden ist, dass man auf den Konzerten, sage jetzt mal, davon gar nichts mitbekommen. Also das waren jetzt weder 30.000 Demonstranten, die da hier gesagt haben, das geht so nicht. Noch war irgendwie, hatte man jetzt das Gefühl, dass die Konzertbesucher jetzt hier verunsichert sind. Also wie gesagt, da merkt man auch wieder, dass hier in der digitalen, medialen Welt versucht wird, massiv irgendwas aufzubauen oder versucht wird, auf ja sehr primitive Weise die Menschen, ich sag mal, zu manipulieren. Und die Wahrheit oder die Realität ist dann oftmals ganz anders. Und wie gesagt, ist bei Rammstein so, dass die Konzerte trotzdem ausverkauft sind, dass die Großteil der Fans trotzdem hinter der Band steht. Und auch, wie gesagt, bei Barbie ist es so, dass der Film einfach sehr gut ankommt und der Großteil der Leute oder eigentlich fast alle, die aus dem Film rausgehen, waren von dem Film begeistert. Also, das jetzt nur am Rande, weil es jetzt im Juli auch wieder so ein Thema war. Aber es soll ja heute um meinen kleinen Rückblick gehen. Und dieser Rückblick umfasst nämlich nicht nur Filme, ich habe auch ein paar Serien geguckt. Ich muss bloß meinen Spickzettel holen, weil ich hab mir vorgenommen, ich mache mal so eine kleine Übersicht mit den Serien, die ich so im Jahr gucke, dass ich auch am Ende des Jahres, während ich so meine ganzen Rückblicks-Podcasts mache, auch weiß, was ich geguckt habe. Und die letzten, also jetzt im Juli habe ich quasi, ja, ich sage jetzt mal, vier Serien, also mal von Anfang bis Ende geguckt. Eine war dabei, die hatte ich im Juni schon begonnen, die habe ich jetzt im Juli halt beendet, weil also deshalb im Juli beendet, weil es bei dieser Serie, das war die Serie Deadlock, so war, dass halt immer nur eine Folge pro Woche kam. Und wenn natürlich so eine Serie im Juni startet, hat dann mehrere Folgen und ist natürlich klar, dass dann bis im Juli reingeht. Muss aber dazu sagen, Deadlock war jetzt von diesen Serien, die ich jetzt im Juli gesehen habe, also mit Juli gesehen habe, die mit Abstand beste. Das ist so eine Krimi-Serie aus Australien, glaube ich, war es. Mit zwei sehr coolen Kommissarinnen, die einfach auch komplett das Gegenteil voneinander sind. Und die müssen zusammenarbeiten, um so eine Mordserie aufzuklären. Wie gesagt, fand ich sehr unterhaltsam. Wie gesagt, auch die zwei Schauspielerinnen, vor allem zwei Hauptfiguren, haben super miteinander sich oder super miteinander ergänzt oder haben sich miteinander ergänzt und haben auch, obwohl sie eigentlich so gegensätzlich waren, es hat einfach gut funktioniert. Dann habe ich noch geguckt, Die Gabe, das ist auch so, also prinzipiell waren jetzt alle Serien, die ich geguckt habe, eigentlich so Amazon-eigene Serien, respektive bei Amazon veröffentlichte Serien. Und Die Gabe, das ist, also was am Anfang dachte ich mir, also so den Trailer gesehen habe, Mensch, es hört sich interessant an, dass da junge Frauen so eine, ja, so ein Organ entwickeln, um Elektrizität zu erzeugen. Und damit quasi halt, ja, auch so das Ungleichgewicht Männer und Frauen so ein bisschen ausgleichen.
Aber die Serie nimmt halt dann, je weiter das fortschreitet, immer mehr so eine übertrieben feministische Richtung ein, wo ich mir gedacht habe, also man kann es auch ein bisschen subtiler oder ein bisschen, ja, näher an der Realität machen. Also ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ich die Serie deshalb schlecht finde, weil es da um Frauen geht. Das ist definitiv nicht der Aspekt, aber ich fand einfach so diese Darstellung oder auch diese, wie gesagt, diese Richtung, die man dann einschlägt, hier, dass man sich auf diese primitive Ebene begibt, Männer gegen Frauen und jetzt müssen Frauen quasi an die Macht und dann spielt auch noch so eine wirklich penetrant nervige religiöse Note noch mit hinein, dass eine dieser Anführerinnen dieser Serie sich quasi so als gottähnlich darstellt und auch so auf einer göttlichen Mission sich befindet. Also das fand ich dermaßen daneben, dass ich wirklich sage, also dieses, also ich habe mich durch diese Serie die letzten drei Folgen durchgequält. Es waren nämlich so die ersten ein, zwei Folgen waren wirklich spannend und gut gemacht. Dann kam es im Mittelteil der Serie wirklich einen massiven inhaltlichen Abfall. Also Abfall jetzt nicht als Thema Müll, sondern einfach, das ist einfach noch, das Niveau ging halt so nach unten. Auch der Interesse, also der Grad der Interesse an der Serie ist bei mir gesunken, weil es einfach total belanglos war. Nebenaspekte wurden aufgemacht oder Nebenhandlungen, die völlig wahllos sich angefühlt haben. Und da, wie gesagt, zum Schluss kam dann in den letzten Folgen, wie gesagt, dann wieder diese Thematik, also kam dann verstärkt diese Feminismus-Thematik auf und diese religiöse Note wurde nochmal explizit betont, dass ich gesagt habe, also ich gucke es mir bis zum Ende an, dass ich sagen kann, die Serie ist nicht gut. Aber wie gesagt, hat mir überhaupt nicht gefallen, also muss ich euch leider davon abraten. Dann habe ich noch geguckt, Last Light. Das war auch so eine Miniserie, gleich mit 5 Folgen, so um die 30 Minuten. Da ging es um die Thematik, dass das Öl quasi verseucht ist und die Menschheit quasi dadurch ins Industriezeitalter zurückfällt. Wobei aber diese Ölverseuchung, sage ich jetzt mal, so eine Art Terroranschlag ist, also Terrorakt war. Fand ich auch anfangs die Thematik interessant, so gerade auch mit diesem brandaktuellen Thema Klimawandel und diesen letzte Generation, diese ja, kleine Gruppe, die da ganze Straßen und Flughäfen lahmlegt, also die auch mit dieser Gruppierung, dieser Serie sehr viel gemein hat, weil es halt sich immer weiter hochradikalisiert. Aber zum Schluss war es halt dann wieder derart übertrieben und dachte ich mir, okay, jetzt wird hier der britische Geheimdienst als Amateurverein dargestellt. Also war jetzt auch nicht so der Burner, war aber noch in einem Rahmen, dass ich sagen konnte, okay, es war okay. Dann habe ich noch geguckt, die zweite Staffel von Good Omens. Fand ich ja den ersten Part dieser Serie höchst unterhaltsam. Eine britische Serie mit britischem Humor. Jetzt mussten wir ja viele Jahre auf die Fortsetzung warten und das muss ich ehrlich sagen, das Warten hat sich leider eher nicht gelohnt. Also die Serie ist jetzt nicht schlecht, mit diesem Erzengel Gabriel und diesem Satansmenschen. Ich habe jetzt bloß den Namen vergessen, wie dieser Crowley heißt er. Also Erzi Raphael und Crowley. Also die Serie hat schon zwei, drei gute Momente, hat auch, es sieht auch optisch wieder gut aus, aber inhaltlich fand ich die Handlung für das, dass man so lange warten musste, ja, ziemlich primitiv und irgendwie nicht, hat mich nicht so gepackt. Als letztes habe ich noch die erste Staffel von Die Pest gesehen. Das ist eine spanische Serie, die spielt, wie der Name schon sagt, zur Zeit der Pest. Im 16. Jahrhundert, glaube ich, war das, in Sevilla, also in Spanien. Sieht von der Optik, von dem Setting, von den Kulissen so ein bisschen geht es Richtung Game of Thrones und ich habe auch gelesen, in Spanien hatte die Serie auch mehr Zuschauer als Game of Thrones. Das heißt schon was. Ich fand auch, also diese Serie hat mir jetzt im neben Deadlock am besten gefallen im Juli. Die gibt es auch schon länger. Ich habe es jetzt bloß im Juli entdeckt, weil es halt einfach so in dieser Zeit spielt. Ich finde allgemein so dieses ausklingende Mittelalter sehr, sehr spannend, weil natürlich da auch diese politischen, religiösen Motive reinspielen, die damals
ja am Tagesordnung waren, dass quasi die Kirche mehr Macht hatte als eigentlich die Regierung, respektive die Könige, Kaiser. Dass natürlich Religion ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Und auch so diese, man bekommt da so einen Einblick, wie auch in so einer Großstadt wie Sevilla damals war, dass da jeder quasi eigene Interessen verfolgt und, also ich sage nur Thema Korruption, Machtmissbrauch, es wird auch das Thema Sklavenhandel angeschnitten, Inquisition spielt eine Rolle, also viele Themen, die da reinspielen, die ich, wie gesagt, ziemlich gut gemacht fand. Die zweite Staffel gibt es leider noch nicht bei Prime, also die gibt es bei Prime, aber nur zum Kaufen. Da warte ich natürlich, bis die mal kostenlos bei Prime ist. Dann werde ich die auch noch angucken. Aber wie gesagt, das kann ich euch noch als bei den Serien noch empfehlen. Falls ihr mal so ein 2, 3 Tage habt, wo es vielleicht draußen regnet, wo man vielleicht sich nicht aus dem Bett hochbequemen kann, dann unbedingt da reingucken. Aber jetzt wird es Zeit für die. Da hole ich jetzt bloß kurz meinen Laptop dazu, weil ich habe mir jetzt nämlich keinen Zettel geschrieben. Für das Filme-Ranking im Juli. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im Juli nur 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Neuerscheinungen gesehen. Lag aber auch daran, dass ich einfach arbeitstechnisch dermaßen eingespannt war, dass ich einfach vieles, was ich gucken wollte, nicht gucken konnte, wie zum Beispiel die Purpurn Segel, den ich leider verpasst habe, und noch 2, 3 andere kleinere Arthouse-Geschichten. Aber wie gesagt, ein bisschen was habe ich ja trotzdem natürlich geschafft. Und da fangen wir einfach mal von hinten an, also mit den Enttäuschungen. Das waren 2 Filme, waren aber 2 Streaming-Filme. Also kinotechnisch war jetzt, was ich gesehen habe, nichts dabei, was mich massiv enttäuscht hat. Und es war einerseits bei den Flops Der heißeste Sommer, eine Romanze, beziehungsweise ein Liebesdrama, das am 6. Juli bei Amazon Prime rauskam. Ich habe so noch die grobe Handlung noch so im Kopf. Es spielt, glaube ich, in Italien. Da fährt so ein Pärchen hin. Also diese ganze Thematik hat mich halt wieder zu sehr an dieses After-Zeug erinnert. Natürlich wieder Stress, dann haben sie versöhnen sich wieder, haben sie wieder Stress, dann versöhnen sie sich wieder. Ist halt vielleicht für Teenies ganz okay, aber ansonsten halt eine plumpe Geschichte mit ja sehr vorhersehbarer Handlung. Und als zweites hatten wir noch Time Is Up 2. Der war so schlecht anscheinend, dass ich den komplett vergessen habe. Der kam auch am 6. Juli raus. Auch eine Amazon oder ein Film, der bei Amazon rauskam. Auch, ich habe jetzt aufgeschrieben, ach ja, jetzt habe ich doch gerade die Filme vertauscht. Time Is Up 2 war dieser Film, der in Italien spielt. Ja, dieser After-Verschnitt ist mit Bella Thorne in der Hauptrolle. Der einfach wirklich. Also wie schon gerade erwähnt, einfach schlecht ist. Es war halt einfach nichts, was mich jetzt hier besonders an den Ding, also quasi an den Bildschirm gehalten hat. Und jetzt lese ich gerade, ich habe nebenbei recherchiert, Der heißeste Sommer spielt auch in Italien. Naja, da geht es um so ein Mädchen, die verliebt sich in so einen Diakon, also in so einen Pfarrer. Oder angehenden Fahrer, das was natürlich ja nicht erlaubt ist. Also war genauso vorhersehbar, plump. Also man sieht schon, ich musste recherchieren, obwohl die Filme keine 4 Wochen alt sind, um die Handlung noch zu wiedergeben zu können oder vielleicht grob, worum es ging. Also zeigt schon, das war definitiv nicht der Burner. Dann haben wir im Mittelfeld, geht es auch los mit einem Amazon-Film. Im Deutschen heißt er oder im Originaltitel der Initiated. Im Original heißt er Los Iniciados. Das ist ein Science-Fiction-Film.
Thriller mit Krimi-Aspekten. Und da geht es quasi, der spielt in einer näheren Zukunft, in der Wasserknappheit herrscht. Und da ist dann so ein Journalist, der da gewisse Morde aufklären möchte. Und er erfährt aber dadurch durch die Ermittlungen, dass die ganze Stadt, in der dieser Film spielt, eigentlich ganz was anderes ist, als man eigentlich gedacht hatte. Also ich sag nur Thema Weltall. Und also so die Grundsatzidee dahinter fand ich sehr interessant und habe ich mir auch angeguckt. Ich glaube, dass der Film sogar nicht mal mit deutscher Synchro auf Amazon ist. Ich schaue kurz nochmal nach, damit ich euch natürlich nichts Falsches sage. Genau, den gibt es nur in Spanisch und Portugiesisch. Also falls ihr diese Sprachen mächtig seid oder vielleicht in diesen Sprachen euch weiterbilden möchtet, dann ist das was für euch. Dementsprechend, ich kann kein Spanisch-Portugiesisch, ich habe es mir mit deutschen Untertiteln angeguckt. Also ich muss sagen, wie gesagt, so den Großteil des Films fand ich ganz in Ordnung. Das Finale dachte ich mir dann, warum muss man jetzt so derart wieder in dieses Thema Außerirdische und ja, in gewisser Weise auch dieses Matrix-Thema so ein bisschen aufmachen. Ja, wie gesagt, war jetzt nicht das, was ich vielleicht so erhofft hatte. Aber es war jetzt auch nichts, was ich sagen muss, das ist jetzt grottenschlecht, das muss ich jetzt gar nicht mehr gucken. Also für so ein, wenn man mal sagt, man möchte, wie gesagt, mal so ein bisschen abseits des Mainstreams was gucken, dann ist das was für euch. Dann haben wir im Mittelfeld noch Alma und Oscar. Das ist auch eine Liebesdrama, Schrägstrich Biopic. Das ist ja auch auf wahren Figuren basiert. Also auf dieser Alma, die war ja mit so einem österreichischen Komponisten verheiratet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Hat sich dann in so einen extrovertierten Maler verliebt. Die haben dann so eine mehr oder weniger On-Off-Affäre. Aber es sind halt zwei verschiedene Welten. Sie kommen halt so aus diesem gehobenen Society-Bereich und er halt als Maler, aus diesem künstlerischen, halt gewisse Rebellion steckt. Also er ist halt ein bisschen rebellisch, provokant und diese zwei Welten, die da voneinander treffen. War ganz okay, wie gesagt, es basiert, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte. Also für Arthouse-Fans auf jeden Fall was man reingucken kann. Da gehört auch Mein fabelhaftes Verbrechen dazu, ist auch ein Arthouse-Film, französischer, der sehr stark an so ein Theaterstück erinnert, also der diesen, ja diesen, vom Aufbau her meint man, es ist wie so ein, als wäre man im Theater, als würde man so eine Bühnenshow hier gucken. Mit durchaus interessanten Figuren, tollen Darstellern. Ist auch so eine Komödie, Krimi, Drama, ein bisschen Romanze spielt noch mit rein. Spielt auch in einer interessanten Zeit. Ich glaube, das war als Paris der 50er oder 60er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich in gewisser Weise dieser Glamour dieser Stadt spielt mit rein. Aber auch so diese Thematik, was auch heute noch sehr, sehr brandaktuell ist, dass man mit gewissen Geschichten, wenn man damit in die Öffentlichkeit geht oder sich öffentlich entsprechend präsentieren kann, quasi von einem Tag auf den anderen zum Star wird. Das fand ich sehr interessant. Dann haben wir Insidious, The Red Door, Teil 5 der Insidious-Reihe, wobei ich jetzt sagen, also der Film war jetzt soweit okay. Hatte zwei, drei Gruselmomente. Patrick Wilson spielt wieder mit. Er macht jetzt diesmal auch den Regisseur. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ein Hauptdarsteller auch noch verantwortlich ist als Regisseur, weil du halt einfach da, glaube ich, nicht so dein Regietalent zeigen kannst, wenn du da selber noch vor der Kamera stehst. Aber ich möchte jetzt da keinem zu nahe treten und ich möchte jetzt diese Doppelrolle jetzt nicht schlecht reden, aber ist halt meine persönliche Meinung dazu. An sich ist jetzt Insidious für mich eine Reihe, die war natürlich, die ersten zwei, drei Filme waren richtig gut. Dann war ja der vierte, der Last Key, war dann schon so solala und jetzt auch hier der Red Door. Es hat mittlerweile einen Punkt, wo ich sage, man kann oder man muss jetzt da nicht unbedingt weitermachen. Das Finale deutet natürlich wieder so eine Fortsetzung an.
Aber wie gesagt, so für Horrorfans, die die Reihe lieben, die sind da gut aufgehoben. Und man muss auch dazu, also man muss eins dazu sagen, wenn jemand neu in die Reihe einsteigt, der sollte schon die vorherigen Filme kennen, damit er auch weiß, was das Ewigreich ist, was diese rote Tür zu bedeuten hat, wie auch diese mysteriöse ältere Frau ist, die zwei, dreimal auftritt. Die Leute unter euch, die die Reihe kennen, wissen, wen ich meine. Aber ansonsten ist es halt solides Horrorkino für Mainstream. Dann, wie schon angesprochen, die Geistervilla. Das Original war ja 2003 mit Eddie Murphy. Ist ja damals auch böse gefloppt. Wurde ja auch damals kritisiert oder wird kritisiert für seine schlechten Effekte. Und jetzt, 20 Jahre später, legt Disney den Film, der ja auf einer Attraktion aus Disney World quasi basiert, ist nochmal neu auf mit neuen Hauptdarstellern. Also wir haben jetzt nicht Patrick Wilson, wir haben Owen Wilson in der Hauptrolle, wir haben ein Danny DeVito in einer wichtigen Rolle, wir haben auch eine Tiffany Haddish in einer wichtigen Rolle. Aber an sich die Effekte sind oder die Optik sind richtig gut aus. Die Geschichte ist aber genauso langweilig wie vor 20 Jahren. Und der ganze Film wirkt halt einfach lieblos hingeklatscht, ohne irgendwelche Ideen, um den Zuschauer so ein bisschen zu kitzeln. Natürlich zwei, drei Gruselmomente gibt es schon, aber es ist halt Gruseln auf sehr, sehr, ja, niedrigem Niveau. Es ist natürlich auch ein Film, der Kinder ansprechen soll, also kann man jetzt hier nicht diesen ganz großen Horrorfaktor rausknallen. Aber es ist halt, wie gesagt, ein liebloser Film und ich muss sagen, das Einzige, was mich so ein bisschen bei der Stange gehalten hat, waren halt wirklich Danny DeVito als dieser verrückte Professor und Tiffany Haddish als durchgeknallte Wahrsagerin. Dann hatten wir noch Miraculous, Ladybug in Cat Noir, der Film, so ein Animationsmusical. Ich musste basierend ja auf der gleichnamigen Serie. Ich muss sagen, ich habe die Serie nie geguckt. Ich habe den Film einfach nur mir angesehen, weil es mich einfach interessiert hat, einfach mal in diese Welt einzutauchen. Der Film wirkt halt so ein bisschen wie so ein Avengers, nur halt für Kinder und in Animationsform. Hat natürlich vieles, was natürlich ein bisschen kitschig ist, klischeehaft. Aber so für das Alter oder für die Zielgruppe, wo er ausgerichtet ist, durchaus in Ordnung. Und als letzten Film im Mittelfeld haben wir Griechenland oder Der laufende Hahn. Eine Komödie, eine österreich-deutsche Komödie, die einfach viel davon lebt, einfach durch die, ja, durch dass man ein bisschen mit diesen Klischees der Griechen spielt, mit den Klischees der Österreicher, auch so das Deutsche ein bisschen mit reinbringt. Die aber inhaltlich trotzdem eine, wie ich finde, gute Geschichte erzählt. Und ja, ich sag mal, das ist so ein guter Feel-Good-Movie für den Sommer, weil man auch sehr viel Griechenland sieht. Man sieht vieles Urlaubs-Feeling oder das Urlaubsfeeling kommt da ein bisschen mit auf. Also, wie gesagt, solide kleinere Komödie. Dann sind wir schon bei den Highlights. Das sind zwei, vier, fünf Filme. Los geht's. Überraschenderweise mit einem Streaming-Film und zwar der Covenant oder auf Deutsch Guy Ritchies Der Pakt. Also, wie der Name natürlich schon sagt, von Guy Ritchie, der neue Film, der ja in Amerika kam, im Kino hierzulande hat Amazon quasi die Filmrechte sich erworben und dementsprechend lief dieser Film oder läuft dieser Film seit 21. Juli hierzulande bei Prime. Das ist so ein Kriegs-Action-Thriller, den, wie ich finde, also ich weiß, viele fanden den so solala. Natürlich jetzt mit den richtig guten Guy Ritchie-Filmen wie Der Gentleman ist natürlich nicht vergleichbar. Aber wie gesagt, ich fand den trotzdem für seine Verhältnisse richtig gut. Der spielt ja in diesem Afghanistan-Krieg, wo dieser eine Sergeant, der wird quasi bei einem Überfall der Taliban verletzt. Dann haben sie einen Übersetzer dabei, der ihm dann quasi da durch halb Afghanistan gefühlt zerrt, um ihn ins Leben zu retten. Und obwohl man versprochen hat, dass dieser Übersetzer aufgrund seiner
hat quasi Visum oder Visa in den USA bekommt, hat es halt nicht bekommen. Und dann begibt sich halt dieser Soldat auf eigene Faust zurück nach Afghanistan, um quasi diesen Übersetzer und seine Familie da rauszuholen. Ist so ein bisschen sinnbildlich für viele Geschichten, die rund um diesen Afghanistan-Krieg sich abgespielt haben. Mit den Übersetzern, die ja, was man ja mittlerweile weiß, zu Tausenden auch von den Taliban getötet worden sind. Einige haben es Gott sei Dank rausgeschafft oder konnten quasi dadurch, dass sie dem Militär geholfen haben, konnten es quasi ausreisen, weil sie ja quasi in Gefahr sich begeben haben, wenn sie weiter in Afghanistan bleiben. Und wie gesagt, für diese ganzen Schicksale steht so dieser Film. Ich fand ihn handwerklich an sich gut gemacht. Er hat ein relativ ruhiges, bestimmtes Tempo. Also man nimmt sich auch Zeit für gewisse Sachen, die näher auszuarbeiten. Und ich fand auch Jack Gyllenhaal als Hauptfigur, der hat das relativ gut gespielt. Also man merkt, er kommt halt aus diesem Action-Thriller-Genre, da ist er beheimatet und er weiß natürlich auch, wie man da zu spielen hat. Dann haben wir, den habe ich jetzt vor kurzem gesehen, L oder Limincita, Limincita, schwierig auszusprechen, eine französisch-italienische Produktion mit einer spanischen Hauptdarstellerin, und zwar Penelope Cruz, der in Rom spielt in den 70er Jahren. Das ist so ein Drama-Schrägstrich-Tragikomödie in einer Familie, besteht aus Mutter, Vater, drei Kinder. Eines der Kinder, die Adri, ist die Kurzform für Adriana, die fühlt sich halt nicht als Mädchen, sondern eher als Junge, ist gerade so im Teenageralter und hat natürlich entsprechend kurze Haare, gibt sich halt sehr männlich und sagt halt in der Schule oder bei Bekannten, dass sie Andrea heißt. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Mutter von Penelope Cruz gespielt, die für ihre Kinder alles aufopfert, die einen Mann hat, der fremd geht, der auch mal gewalttätig ist, der einfach so dieses Bild, was man damals so hatte, die Frau hat quasi nichts zu sagen, also dieses eigentlich heutzutage ist ziemlich absurde Bild oder Familienbild, dass quasi der Vater zu Hause ist, der auch mal Gewalt anwendet und die Frau quasi zu spuren hat. Und wenn sie halt nicht spurt, wird sie quasi in die Geschlossene gesteckt. Ein wirklich starker Film, ein Arthouse-Film natürlich, der natürlich auch wieder zeigt, wie gut Penelope Cruz als Schauspielerin ist. Also sie ist ja durch viele Hollywood-Filme sehr bekannt geworden. Aber in den letzten Jahren sieht man sie halt verstärkt in diesen kleineren Arthouse-Produktionen und da kann sie halt immer wieder aufs Neue zeigen, dass sie eine richtig gute Charakterdarstellerin ist, dass sie einfach was drauf hat und ja, dass sie nicht umsonst so einen großen Namen in Hollywood hat und diese ganzen kleinen Themen, die dieser Film abarbeitet, auch mit der auch so ein gewisser Coming-of-Age-Story auch erzählt, ein Film, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Dann haben wir jetzt noch A Talk to Me, ein Horrorfilm, habe ich auch erst vor ein paar Tagen geguckt. Ein australischer Horrorfilm, der, so wenn man so ein bisschen recherchiert, so zwischen 4,5 und 5 Millionen Dollar gekostet hat. Die Regisseure davon sind zwei bekannte YouTuber in den USA und die haben jetzt einfach mal hier so einen richtig starken, atmosphärischen, kleinen, fiesen und bösen Horrorfilm gemacht, wo es um Seancen geht, das Thema Geisterbeschwörung, Kontakt mit den Toten, so in diese Richtung. Da gibt es auch diese obligatorische Hand, die man da quasi, wenn man da Kontakt aufnehmen will, die reicht man dieser Hand die Hand quasi und sagt Talk to me und dann sieht man quasi irgend so einen Geist vor sich. Und wenn man sagt, ich lass dich rein, dann geht quasi dieser Geist in einen und das wird halt, und wenn man das quasi in der Gruppe macht, das amüsiert halt die anderen, weil natürlich diese Geister da ganz besondere oder einfach gewisse Sachen auszudrücken haben. Und das macht man aber nur eine gewisse Zeit lang, damit man einfach körperlich keine Schäden davonträgt. Und wie es halt immer so ist, und das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt an dem Film, es geht wie immer so eine Gruppe Jugendliche, die sich daraus Spaß machen, die einfach die ernste Lage nicht erkennen. Dann wird so ein ganz, ganz junger Bub dazu ermutigt,
oder es wird ihm gewährt, dass er auch diese Seance mitmacht. Und natürlich fährt dann ein ganz, ganz böser Geist in den Rhein und bleibt da auch drinnen und sorgt dafür, dass sich dieser Junge fast selbst tötet, was dann bei einer Freundin zu gewissen Schuldgefühlen führt, die aber in gewisser Weise damit auch, oder gewisser Weise, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, ich sage einfach nur, es führt zu Schuldgefühlen. Und dieser Film hat dann am Ende einen extrem krassen Plot-Twist drinnen, der dann so auch so ein bisschen so einem ein Lichtern aufgeht, was es mit diesen ganzen Geistern auf sich hat und was es auch mit dieser Hand oder was diese Hand, die ja, also man weiß am Anfang schon, dass diese Hand quasi dieses Medium ist, um quasi die Realität mit der Geisterwelt zu verbinden. Aber wie gesagt, man erfährt dann zum Schluss auf ziemlich krasse Weise, wie das genau funktioniert oder was so die Hintergründe sind. Und das fand ich halt richtig stark, weil dieser Film halt einerseits viele Ideen hat, die aber jetzt nicht auf konventionelle Weise umsetzt, sondern halt auf sehr atmosphärisch beklemmende und düstere Weise. Und es ist natürlich schon ein spezifischer Horrorfilm, der jetzt nicht für jemanden gedacht ist, der jetzt mit Horror anfängt. Also schon für Horrorkenner. Der Film ist nicht ultra brutal oder so, aber er zieht dich so in seinen Bann rein und man kommt halt da schlecht wieder raus. Also so ging es halt mir zumindest. Darum kann ich euch den wirklich wärmstens empfehlen. Und um jetzt das Thema Tops abzuschließen, ich werde jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Die letzten zwei Top-Filme aus dem Juli waren Oppenheimer und Barbie. Dazu habe ich ja im letzten Podcast schon sehr, sehr viele Worte verloren. Und das waren für mich auch im Juli allgemein die zwei besten Filme. Also wenn ihr dazu mehr Infos wollt, guckt einfach meinen letzten Podcast oder hört meinen letzten Podcast. Da habe ich gesagt, habe ich ausführlich über die zwei Filme gesprochen. Darum brauche ich jetzt da heute eigentlich keine weiteren Details mehr dazu zu verlieren. Also guckt, ich kann euch nur sagen, guckt euch die Filme an, unbedingt. Natürlich vielleicht gerne auch als Double Feature. Ich weiß, das ein oder andere Kino bietet es ja auch aktiv an. So ein Double Feature. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch, weil Oppenheimer geht ja 3 Stunden, Barbie geht um 2 Stunden. Also da muss man schon ein bisschen Zeit auch mitbringen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war es das mit meinem doch etwas längeren Rückblick, als ich geplant hatte. Gut, liegt auch da, ich habe die Serie noch mit reingenommen, so ganz spontan. Und dann glaube ich, habe ich euch ein wunderbares Ranking an die Hand gegeben, falls ihr, wie gesagt, noch auf der Suche seid nach einem guten Film. Wie gesagt, Talk to Me ist gerade für Horrorfans sehr empfehlenswert. Wie gesagt, Barbie Oppenheimer brauche ich nicht mehr so viel zu sagen. Also da ist gar nicht so genre-technisch für jeden eigentlich was dabei. Und wie gesagt, für Arthouse-Fans der Penelope Cruz-Film und für jemanden, der so Guy Ritchie mag, halt sein Der Pakt, der auf Prime ist. Und dann bleibt eigentlich an dieser Stelle nur zu sagen, dass ich euch allen eine schöne Zeit wünsche. Haltet die Ohren steif, viel Spaß, wenn ihr ins Kino geht. Allen, die jetzt Ferien und Urlaub haben, wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit allgemein. Und wie gesagt, nutzt es für den Kinobesuch oder einfach um irgendwas anderes zu erleben. Auf jeden Fall besser, man ist auf jeden Fall besser draußen, als wenn man zu Hause versifft, kann ich nur dazu sagen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute und bis dahin, ciao, ciao.